Willkommen zurück. Es war langweilig ohne euch. Ja, genau. Und mit diesen Worten starten wir das Let's Play zu Hearthstone, Heroes of Warcraft. Und mit dabei ist unser... Lotterm, hallo. Hallo, ja. Und wir wollen mal ein Duell zusammenspielen. Mal uns gegenseitig auf die Kappe hauen. Ja, der Herr Rücksteiger hat mich überredet dazu. Genau, ich werde jetzt hier mal herausfordern. Und jetzt muss er die Herausforderung annehmen, was er gemacht hat, sein Fehler. Und dann werden wir mal das Spiel starten. So, ich habe ausgewählt. Okay. Da wollen wir mal gucken, in der Proberunde hast du ja gewonnen. Ja gut, aber ist halt immer zufällig, was man halt wirklich für Karten zieht und wie man sie nützt halt. Ja. Valera gegen Und du hast ja die Erfahrung. Oh. Ihr habt es so gewollt. Seid freudig. Auf der Hut. Oh, super, das wird Magiepunkte mehr. Ich habe gar nicht so schlechte Karten, ich will gar keine austauschen, glaube ich. So, euer Zug. Na dann fang mal an. Ich fange mal sehr an. Eine Sportkarte, die musst du angreifen. Oha. Ja, nicht schlecht, hä? Ich zeige dir gleich, wer der Meister ist. Das ist ein Angeber. Also für die Leute, die sich interessiert, Hearthstone ist von Blizzard, man kann es via Blizzard Update eigentlich automatisch installieren und sonst googelt ihr einfach danach. Ich werde sonst den Link noch unten in die Beschreibung setzen. Es ist ein Free-to-Play-Spiel, es ist umsonst, man kann sich zwar mit Echtgeld weitere Karten kaufen, Booster-Karten, um schneller das Set zu erweitern, aber das kennt man auch bei so Free-to-Play-Spielen. Stefan, hier gibt es ein kleines Problem. Und das wäre? Mir wird angezeigt, dass du noch Team musst. Ja, das ist auch so. Mm. Gut aufgepasst. Ja, hast du wieder was vergessen. Hab ich mich schon gewundert, hä? Wieso kann ich keine Karten platzieren? Vielleicht zur Erklärung, wir haben hier so Mano-Punkte, die sehen wir hier unten rechts. Die Zeit, die ist bestimmen. Ach du Scheiße, was hast du jetzt ja gemacht, ey? Ich hasse Magier, hast du schon gesagt? Ja, das hattest du erwähnt. Und die bestimmen dann, welche Karte man aktivieren kann. Ich kann gar nichts wirklich was Schlaues machen, weißt du das? Glaubst du, ich kann das machen? Mana fehlt irgendwie immer. Ja, ist so. Au. Das erste ein paar Runden. Und falls ihr euch wundert, dass der Lord Helm so verzögert schreit, das ist wegen der Spielverzögerung. TS ist schneller als das Spiel. Ja, was machen wir denn da mal vor Schreck? Mir fällt nur eine schlaue Aktion ein. Okay, das war meine Sportkarte. Mhm. Ach du Scheiße, ich hab langsam gar kein X mehr zu machen, ey. Kann dazu sagen, ich steh's übrigens auch auf. Okay. Mehr ein Test, mal gucken, ob ich den dann noch online stelle. Ja, ich werde jetzt versuchen, falls ihr das Video, das Intro am Anfang gesehen habt, dann hat's geklappt. Ich wollte vorhin das Intro aufnehmen, Indie wollte sich nicht mehr starten. Ich werde es dann nachträglich versuchen aufzunehmen und dann vorne hinzupacken. Könnte ich ja dann zukommen lassen, falls du es nicht hinkriegst. Los, ich war auch einmal. Ich denke, wir rechnen neu starten. Hey, aber jetzt gibt's dir nochmal, ey. Wo hast du die Karten her? Ja. Die hast du vorhin aber nie gehabt. Nö, ich hab heute ein bisschen Glück, aber ich hab keinen Mana. Ja, kein Wunder, mit solchen Karten, ich hab keinen Mana mehr. Das war das Letzte, was ich machen konnte. Ach du Kacke, ey. Ich muss sagen, normalerweise waren diese Spiele nie meins, weißt du? Ja. Aber das macht eigentlich schon Spaß. So. Oh oh.
Da machen wir die Fackel mal aus. Jetzt gibt's Klaus. Das Bild haut mich an. Das war's. Oh. Hey, ja. Jetzt reicht's aber. Das war heftig. Langsam musst du mal ein Monster auf die Beine stellen, das wird langsam knapp für dich, habe ich das Gefühl. Ja, nur wenn man keinen Mana hat, Ja, aber solche Karten die ganze Zeit, unglaublich. Na, irgendwie muss ich ja ein bisschen zumindest den Gleichstand machen. Ja, ja, ist gut. Ich habe verstanden. Los geht's. Oh, das muss eine schnelle Runde werden, ey. Sehr schnelle Runde werden, vielen Dank auch. Aber die andere war einiges anspruchsvoller vorhin. Das ist unglaublich. Spiel. Du wart erst mal ab. Ja, ja. Oh, klasse Karte. Jetzt hat er meine starke Karte in Schaf verwandelt. Seit ich nichts mehr wert ist. Aber trotzdem wirst du mich jetzt wahrscheinlich kaputt hauen. Ja, bist weg. Kannst du schon gut nachsagen. Okay. Sie werden nochmal nicht wissen, wie ihnen geschieht. Oh, okay. Das war's schon. Jo, das ging ja richtig schnell jetzt gerade. Ich hab vor einer halben Stunde angefangen, ja gut, schon viel länger. Also ich glaube, ich mache noch einmal kurze Runde, das war wirklich viel zu schnell, ey. Na, freu dich. Da bringen wir nicht mal eine Folge voll. Warte mal, muss ich dich wieder anwählen? Sind wir noch in Duell drin? Ich bin immerhin Level 2. Welches Level hast denn du? Ja, Level 7 inzwischen. Da braucht man sich natürlich nicht wundern, ne? Ich glaube, wir sind immer noch im Spiel drin, so wie es aussieht. Ich weiß nicht. Ja. Mal schauen. Ja, ja. Sieht schon aus. Mische Karten. Ja, serviere Getränke. Genau. Entferne Dienerstaub. Aha. Fühle Ladebalken auf. Hör mal an. Valera gegen Jaina. Okay, dann machen wir Runde 2 Revanche hier. Seid auf der Hut. Wie kann man den Karten austauschen, wenn man das will? Jetzt am Anfang anklicken. Dann steht so wie austauschen und sowas. Ja. Ja gut. Nee, oder Set steht dann. Wollt halt. Oh, okay. Sehr schön. Da freut sich schon wieder einer zu viel. Ich bin dran sozusagen. Ja, versuch dein Bestes. Kann nichts groß machen. Achso, ein Warlock. Ja, ein Mana und da erübrigt sich alles andere. Genau. Jetzt sehe ich mal die Karte. Hast du auch nur ein Mana? Oh. Ein Spot. Einsatz bereit. Und zack. Das war's. Und wieder bumm. Au. Immer so. Diese hinterhältigen Angriffe aus dem Schatten. Ich bin ein Schurke, halt. Ja, das sieht man. Jetzt mache ich erstmal den hier weg. Mich auch. Okay, das habe ich nicht gedacht. Ich hätte besser vorhin zuerst eine Karte hingelegt. Das war's. Ja, man muss eben auch aufpassen auf seine Mana-Reserven. So viel sind das ja am Anfang nicht. Das ist so, ja. Ein Schuss, ein Treffer. Ach guck, ja. Sie hat getroffen. Schon vorbei wieder. Ja, bei jeder Runde erhöht sich die Mana-Reserve um einen Kristall. Das heißt, umso länger das Spiel dauert, umso mehr Kristalle kann man verwenden. Ja. Die Leiste füllt sich teilweise richtig auf. Das sind dann 10 oder so, ne? Kann das sein? Genau. Was ist denn der höchste Anzahl, richtig? Bist du. Au! Und schon ist er wieder weg. Ich hoffe, dass Mann, genau, das war's schon wieder. So was aber auch. Ich werd's versuchen. Und wieder ein Schaden mehr. So. Du bist hier dran. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, was haben wir denn?
Die Karte ist sehr lustig hier, die werde ich dann nachher immer um die Ohren hauen. Was machst du? Ich habe schon mal eine Karte gezeigt, die ich den Nestern um die Ohren hauen werde. Du mir um die Ohren hauen wirst? Genau. Okay. Bin ich ja mal gespannt, was das für eine Karte ist. Nur ich und der Beißerchen. Oh. Wenn ihr meint. Das war's. So. Auf einen Schlag zwei Monster besporen. Hm. Oh, jetzt kommt der wieder. Irgendwie muss ich mich erwehren. Naja. Wenn hier alles voll Drachen beschworen wird, dann geh ich lieber den Rückwandel. Das ist so, ja. Was zieht eine Karte ab? Ein Schuss. Ich kann eine Karte ziehen. Bleib. Und 23 und 22 und 21. Sowas scharf greift an. Kaum scharf. So ungefähr, so stelle ich mir das auch vor. Das Dingo! Ja! Ja, das ist eine Sportkarte, unglaublich. Tja. Kann ich da was gegen antun? Ja, nütze, ich habe schon nur einen Gegenwehr dafür. Ja, es gibt gegen fast jede Karte, oder gegen jede Karte gibt es eine Gegenwehr. Ja, wunderhören, ja. Du Drachentöter, du. Ja. Ich hasse Drachen. Ich bin nach unserem Abenteuer mit drei anderen Drachen. Ich hasse genau. Drachen. So, jetzt mache ich das hier. Schick deine Spockkarte auf in deine Hand. Ach, wie nett. Und dann beschwöre ich mein Freund. Kennst du ihn noch, oder? Schon wieder. Genau. Ganz langweilig. Und dann wieder angreifen. Wenn ihr meint, ich werde es versuchen. So. Dieses Geprügel. Ah. Okay, zwei Karten. Ach, schon wieder. Mal gucken, was jetzt kommt. Für den König! Ah, eine Sportkarte. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Verdammt! Uiuiui. Ich sag ich nicht. Okay. 11. Ich werd's versuchen. Wahrscheinlich. Wenn ihr meint. Zumindest für diese Runde. Hey, gebt mir eine Minute! Um. Für Ehre! Los die geht's! Die Leben ziehen immer weiter nach unten. Das war's. Danke. So. Ja, ich glaube, das ist ein Problem. Du jetzt fertig? Ja, jetzt schon. Und ich glaube, ich weiß, wer nächst und gleich fertig ist. Oh, okay, aber das Problem ist, es ist keine Sportkarte. Das heißt, es gibt ein Problem. Bin eh gleich weg. Oh. Ich habe zu viele Diener. Oh nee, jetzt kann ich nicht mal meinen Diener beschönen, weil ich zu viele hab. Was willst du bloß weghauen? Ich habe nicht genug Mana. Hat er wieder eine Muscle-Karte gezogen? Genau. Was soll ich nehmen? Was soll ich machen? Mit wem soll ich dich fertig machen? Ich weiß schon was. Was ganz Primitives. Och Mensch, nimm doch wenigstens was Ordentliches. Attacke! Irgendwann verstehe ich dieses Spiel, dann ziehe ich dich ab. Ja, Lord, also hat wirklich Spaß gemacht mit dir. Ich weiß nicht, ob du vielleicht jeden Mal eine Revanche möchtest haben oder so. Sicher können wir nochmal spielen, so ist es ja nicht. Hat ja auch Spaß gemacht.
Genau, vielleicht bis dann hast du vielleicht ein bisschen mehr Karten. Wie viele Karten hast du denn zurzeit? Wie viele Basiskarten? 12 von 20. Ja, okay, ich habe schon 16 von 20, dann hat man schon ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ja. Aber naja, wir haben das ja gemacht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Wir können ja mal schauen, ob wir den Wickel auch mal überreden können oder so. Und dann mal so ein Duellieren, wird sicher lustig. Jo, in dem Fall bis zum nächsten Mal. Sagt tschüss. Jo, macht's gut.